Apple iPhone 12 Pro Max oder OnePlus 8T, das fragen sich viele von euch. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Smartphones und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Gewinner. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Im Bereich Design gewinnt das iPhone 12 Pro Max eindeutig mit 81 zu 49 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 1 mm dünner und 7,1% geringeres Volumen. Das OnePlus 8T hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 40 Gramm leichter, 0,1 mm kürzer und 4 mm schmaler. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das iPhone 12 Pro Max haarscharf mit 80 zu 79 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 13,9% höhere Pixeldichte, 38% höhere Auflösung, 2,3% größere Bildschirmgröße und 100 Nits heller. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das OnePlus 8T mit 94 zu 72 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 6 GB mehr Arbeitsspeicher, 2 mehr CPU-Threads, hat AES und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das iPhone 12 Pro Max kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 256 GB mehr interner Speicher und 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das iPhone 12 Pro Max eindeutig mit 90 zu 69 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Schnellerer Foto-Autofokus durch Phasendetektion bei Fotos. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Hat einen CMOS-Sensor. Es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts. Hat Laser-Autofokus. 2 Blitz-LEDs mehr. Und 8,3% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das OnePlus 8T hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Zweifach mehr Megapixel der Hauptkamera, 33% mehr Megapixel der Frontkamera und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Beim Punkt Audio gewinnt das iPhone 12 Pro Max sehr knapp mit 33 zu 31 Punkten. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Produkteigenschaften. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das iPhone 12 Pro Max eindeutig mit 79 zu 65 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. Kann kabellos aufgeladen werden. Das OnePlus 8T hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 22% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das OnePlus 8T mit 90 zu 79 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Hat einen Fingerabdruckscanner, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, unterstützt 2 SIM-Karten, ist ein Mehrbenutzersystem, bietet Offline-Spracherkennung, ist kostenlos und Open Source, unterstützt Java, hat Typ-C USB-Anschluss, 69 mehr Sprachen unterstützt und hat Bluetooth aptX. Das iPhone 12 Pro Max hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 396 mehr Smiley-Icons verfügbar, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat AirPlay. Ergebnis. Mit 82 Punkten schlägt das OnePlus 8T in der Gesamtwertung knapp das Apple iPhone 12 Pro Max mit 79 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare.
Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.